Hallihallo, mein lieben Luftzeichen. Wir wollen jetzt mal in die Aussichten von November schauen. Also, wenn du jetzt im Sternzeichen Zwilling, Waage, Wassermann bist, im Aszendenten, im Mond oder in der Venus, dann könnte das dein Orakel sein. Bedenk aber bitte, es ist ein Kollektivorakel, ne? Kann nicht hundertprozentig alles zutreffen auf dich, aber vielleicht kannst du hier kleine Impulse für dich mitnehmen. Und ich würde sagen, wir starten los. Ich ziehe jetzt mal hier Hauptenergien raus, was so für die Luftzeichen im Monat November jetzt auf euch zukommt. Okay, was kommt im Monat November auf Luftzeichen, Zwilling, Waage, Wassermann zu? Oho. Es geht schon mal um Neid im Monat September wollte ich schon sagen. September. Vielleicht zieht sich das ja schon seit September irgendwie hin, gell, bei euch. Das kann natürlich auch sein. Aber hier im Monat November geht es um Neid. Also entweder bist du auf jemanden neidisch oder es ist jemand auf dich neidisch. Und ja, ich bin wie alle anderen, nur bin ich vor meine eigenen Herausforderungen gestellt, ne? Ja, vielleicht hast du irgendwie Neid auf eine Person, weil die Person vielleicht auch schon weiter ist als du. Und wenn wir jetzt noch die Karte der schweren Zeiten sehen, dann ist es wahrscheinlich so, dass du dich gerade irgendwo in einer schweren Zeit befindest, ja, wo es dir vielleicht nicht so gut geht oder wo du vielleicht die eine oder andere Hürde gerade so zu tragen hast. Ja, das kann im November auch noch hier relevant sein. Neid und die schweren Zeiten. Ich akzeptiere Schwierigkeiten als die besten Gelegenheiten, etwas zu lernen. Ja, okay. Was sagt die Akasha-Chronik hier für den Monat November für die Sternzeichen? Da geht es erstmal um den Missbrauch. Mach dein eigenes Wohlergehen zu deiner höchsten Priorität. Ich sag doch, irgendwie sind ja gerade schwere Zeiten so bei dir oder könnten noch auf dich zukommen im Monat November. Und du musst hier wirklich versuchen, an dich zu denken auch, ne? Denk auch mal an dich, nicht immer an andere. Und das Lachen, das ist schon mal gut. Spüre die Leichtigkeit des Lebens und öffne dich für das Lachen. Ja, das sagt mir jetzt für die Luftzeichen hier im Monat November. Denk mal wirklich an dich selber auch, ne? Tu etwas für dich, komm aus dieser Missgunstenergie raus, so aus dieser Neidenergie, ne? Dass es vielleicht auch anderen besser gehen könnte als dir. Und denk mal wirklich an dich und hol mal dein Wohlergehen zu dir selber zurück. Ja, also mir kommt immer wieder der Satz: Denk auch mal an dich, damit du hier wieder die Leichtigkeit des Lebens spüren kannst. Ne? Okay, schauen wir weiter. Was sagt das Licht und Schatten Tarot von Chris Elmer? So. Was ist ja noch im Monat November für die Luftzeichen? Zwilling, Waage, Wassermann. Es geht schon mal um Gefühle oder die Liebe. Ja, es ist ja meistens so, ne? Okay, da haben wir sie. Das ist doch schon mal gut, wenn ich jetzt die vier Karten sehe. Wir schauen hier unten. Wow, hier ist auf jeden Fall eine Chance in der Liebe, eine Chance auf die Gefühle, dass Gefühle überfließen hier. Ne, das können auch deine eigenen Gefühle sein. Das muss jetzt nicht sein, dass es hier um eine Verbindung, um eine Partnerschaft oder irgendwas geht, kann aber. Ne? Also man zieht sich hier so in seine eigenen Gefühle, in seine eigene Sicherheit im November zurück, ne? Die Luftzeichen. Und versucht da die Freude wiederzufinden. Du versuchst das hier dir zu generieren, diese Freude, ja? Und ja, du musst aber erst noch was in die Balance bringen. Du bist noch unentschlossen, wie du das Ganze vielleicht auch machen sollst. Hier ist auch ein Neuanfang. Mir kommt jetzt aber so ein bisschen rein, es muss jetzt nichts Neues sein. Das kann auch um eine gewisse Leichtigkeit des Lebens sein. Nimm das Leben mal ein bisschen leichter. Ja, tu dich nicht immer so schwerfällig, dann kann das auch erfolgreich werden hier. Ja, dann geht es dir auch gut. Du bist eigentlich auch sehr romantisch eingestellt hier, ne, im Monat November. Man hört hier vermehrt auf seine innere Stimme, aber man ist hier noch gegenüber anderen Dingen so ein bisschen im Hintergrund, ne, und in der Ablehnung. Man nimmt trotzdem jetzt auch die Herausforderung an, hier wirklich Klarheit zu erreichen, auch was die Liebe betrifft. Vielleicht war da mal eine große Niederlage
in der Liebe und das geht aber jetzt raus hier. Aber es ist noch unzufrieden und enttäuschend, weil sich immer wieder jemand davon stiehlt. Ja, man guckt ja auf seine Wünsche, man möchte Kommunikation, man möchte Klarheit oder sich vielleicht auch von einer gewissen Sache abschneiden, dass da mal Veränderungen reinkommen. Dann sehen wir hier im Monat November, das kannst du jetzt sein, Königin der Kelche, ne? Egal ob du Mann oder Frau bist. Hier geht es um deine Gefühle, hier geht es um deine Liebe, hier geht es eigentlich darum, dass du mit einer gewissen Leichtigkeit ans Leben wieder rangehst, dass du hier einfach mal gute Gefühle wieder spüren tust, ne? Nicht diese schwerfälligen Brockengefühle. Und hier, du triffst auf jeden Fall im Monat November noch die Entscheidung, das hier wieder ins rechte Maß zu bringen. Wow, ich sehe gerade hier, du hast drei große Arkanas dabei. Also das ist wirklich ein Umbruch und das ist auch lebensverändernd, was hier auf dich zukommt im Monat November. Es geht generell darum, Entscheidungen zu treffen, hier wieder das Gleichgewicht in deinem Leben zu bewahren zwischen Yin und Yang, hell und dunkel, wie auch immer, ne, da wirklich eine Balance reinzubringen und wieder in die Kraft reinzufinden. Na, das ist doch schon mal super, ne? Also muss ich jetzt ehrlich sagen, für die Luftzeichen. Und ja, ne? Also du unternimmst da einige Dinge, sehe ich hier, damit sich das Ganze auch wieder gut anfühlt, kraftvoll anfühlt, ja. Du bist zwar in so einer gewissen Empathie noch und in so einer gewissen mitfühlenden Energie, aber du sollst jetzt auch mal wirklich, und das wird mir gerade hier reingegeben, im Monat November auch mal an dich denken, nicht immer nur an andere, ne? Sondern tu wirklich an dich denken, damit hier, ne, damit das Ganze hier auch vorwärts geht, damit du wieder in deine Kraft findest. So, jetzt machen wir mal noch das Lennemore und zum Schluss mache ich wieder berufliches oder behördliches, ne? Okay, was kommt noch im Monat November auf die Luftzeichen zu? Ja, da haben wir schon mal ein paar genauere Aussagen. Da möchte ich mal noch eine auf die Schlange. Dann möchte ich mal noch eine auf den Mond. Aha. Und auf den Berg. Okay, das ist gut. Und der Kummer. Was belastet da? Was belastet da? Aha, okay. Ja. Also wenn es schon mal um die Liebe geht, dann geht es auch um einen Menschen. Ne? Man versucht hier im Monat November eine Neuausrichtung zu machen. Hier, das kann eine Freundschaft sein, das kann jemand sein, wo man wirklich treu ist, bei einer treuen Person. Ne? Und da guckt man sich nochmal die Liebe ganz genau an, die Gefühle. Man trifft hier Entscheidungen. Also abtrennen tut man sich davon nicht, weil die Sense jetzt schon mal raus ist. Ne? Die ist umgedreht gewesen. Aber hier ist halt eine gewisse Unruhe, was hier mit einem Wachstum bei einem Treffen zu tun hat. Ne? Vielleicht wolltet ihr euch treffen, vielleicht ist hier irgendetwas, vielleicht möchte man irgendetwas öffentlich machen, aber man ist enttäuscht, weil da nicht so ein gutes Wachstum reinkommt, ja, in die ganze Sache. Ich sehe hier auch, wenn es um die Liebe geht im Monat November für die Luftzeichen, da sind hier irgendwie so verstrickte Gefühle. Es ist irgendwie kompliziert, ne, die Gefühle hier. Und das ist auch schon eine längere Zeit so, ja. Man hat hier innere Blockaden, man hat Ängste hier im Inneren. Ja, man kommt da nicht so richtig weiter. Es fühlt sich so wie so, ich sag ja, wie so ein schwerer Brocken an. Aber die Sonne ist hier dabei, ne. Die Sonne, die, die versucht zwar immer mal so ein bisschen durchzuscheinen, aber ganz schafft es wohl nicht über diesen Berg drüber, ne? Und da ist auch ein gewisser Kummer hier mit drin. Ne? Vielleicht will man aber auch kommunizieren, reden über Gefühle, aber es geht nicht so richtig, ne? Weil vielleicht das Gegenüber oder so nicht mitmacht und da versucht man hier wirklich in seine Sicherheit da wieder reinzukommen. Und ich sehe, dass es auch innerlich sehr, sehr belastet, ja? Ja, das sind krasse Gefühle hier, ne, die hier da mitspielen. Ja, du versuchst hier wirklich deine Kraft zu dir zurückzuholen. Vielleicht hat es ja mit einem Gegenüber zu tun, was dich gefühlsmäßig hier ganz schön nach unten haut. Ne, vielleicht sind ja aber auch Gefühle für eine andere Person, die da noch
Vielleicht ist es so, man hat Gefühle für diese Person, aber hier ist noch eine andere Person mit im Spiel, irgendeine falsche Person, die da nicht hingehört, eine dritte Person. Und vielleicht hat dein Gegenüber noch jemand oder vielleicht ist hier noch jemand mit dabei. Ne? Das ist vielleicht auch schon eine längere Zeit so. Und deswegen hat man hier Angst irgendwie, das blockiert ganz einfach im Inneren diese ganze Sache. Ja. Na da. Ja, gut, dann kommen wir jetzt mal aufs Berufliche. Im Beruflichen sehen wir hier, ist eine Chance, wo man etwas machen kann, was man vielleicht auch von Herzen macht, ja. Das Ganze kann auch sicher sein. Ja, du hast hier wirklich alles dabei, um dir diese Sicherheit zu generieren. Du weißt jedoch noch nicht so richtig, in welche Richtung du etwas machst. Ob du in die eine Richtung, in die andere Richtung gehst. Du bist unentschlossen, willst aber was Neues machen, was hier Erfolg hat. Ne, was auch deine Leidenschaft hier ist. Aber irgendwie gibt es dann immer wieder so bestimmte Probleme, die mit der Kommunikation zu tun haben und da hältst du dich halt im Hintergrund auf. Ja, hier ist zwar das Herz und die Liebe dabei und aber du hast vielleicht auch so ein bisschen Angst, enttäuscht zu werden. Ja. Im Beruflichen. Du versuchst aber da auch mehr auf dein Gefühl zu hören. Du triffst Entscheidungen, die Balance hier zu haben und das Ganze auch in die Kraft zu bringen. Ne? Und dann sehe ich hier, man macht eine Neuausrichtung und man macht eine Neuausrichtung, überlegt so, was kann ich überhaupt machen? Ja, was liegt mir vielleicht auch gut? Und du guckst dir nochmal an, wo ist mein Herz dabei? Und daraufhin triffst du Entscheidungen. Die Sense, die war ja umgedreht, ne? Das ist, wie gesagt, im Moment kann man sich vielleicht noch von etwas nicht so richtig abschneiden, aber man hat hier Hoffnung, ne? Was gerade hier vielleicht auch eine Selbstständigkeit betrifft, eine Arbeit oder auch eine Behörde, auch sowas kann das sein. Da sehe ich noch, dass es irgendwelche Komplikationen gibt, die mit den Finanzen zu tun haben. Ja, und das ist vielleicht auch schon länger so. Ne, das hat mit einer männlichen Person zu tun wahrscheinlich. Hier sind irgendwelche Unklarheiten noch. Man hat halt Angst, dass eine Person, das kann auch ein Chef oder sowas sein oder jemand von der Behörde, dass hier irgendwas mit den Finanzen blockiert wird, ne? Dass du dann erstmal nichts mehr kriegst. Und das macht dir hier wirklich Unruhe im Inneren. Ne? Okay, dann fragen wir mal, wo führt denn die ganze Sache hin? Wo führt die ganze Sache denn dann hin im November? Also hier werden Lösungen gefunden. Lösungen für einen Vertrag. Ja, also hier wird sich etwas auflösen. Und was ist das mit dem Vertrag? Es werden Aktionen gemacht, da kommen Nachrichten rein, das ist doch schon mal gut. Ne? Also da können wir schon mal sagen, wenn jetzt die Liebe da mit dabei ist, es werden hier wirklich sichere Lösungen gefunden für eine Verbindung und da werden Aktionen gemacht, wieder was ins Wachsen zu bringen, ne, einen Neuanfang hier reinzubringen. Für einige andere hat es mit einem Vertrag vielleicht auch noch mit einem Kind zu tun, ne, Unterhaltszahlung oder sowas. Da werden auch Lösungen gefunden und für die, die auf die Arbeit, Selbstständigkeit oder sowas gucken, werden auch vertragliche Lösungen gefunden hier, die einen Vertrag hier betreffen und da könnte jemand auf dich zukommen und dir etwas übermitteln, ne, wo du einen Neuanfang machen kannst oder du machst vielleicht auch Aktionen hier bezüglich eines Neuanfangs. Also das sieht doch schon mal super aus. Ja, und hier kommt positive Veränderung. Ne? Hier kann eine Einladung auf dich zukommen, wo man noch mal über das Ganze reden tut. Ne? Aber du bist hier so ein bisschen noch auf den Kopf gestellt. Gell? So, wollen wir dich mal wieder richtig rummachen? Ja, sehr interessant. Gut, dann fragen wir noch die Herzkarten, was noch in der Liebe sein wird. Ach du Schande. Wir machen das jetzt so. Nee, 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 wir nehmen nicht alle. Also, wir nehmen die zwei. Eine ist runtergefallen, eine war da oben drauf. Ne? Hier kommt mir jetzt noch rein, nehme das an. Du hast schwere Zeiten, das kann hier in der Liebe sein, ja. Das kann aber auch so auf dich zukommen. Und da steht, ich liebe dich. Nehme das auch an, ja, diese Sache. Und das kann sich dann auch lösen. Und dann möchte dir vielleicht auch jemand sagen, dass er dich liebt. Und auf ewig respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt, respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Es geht nicht nur um den Gegenüber, es geht auch um andere Menschen, die hier mitspielen.
ne, dass du im Monat November wirklich auch den Ort im anderen respektierst, ja, was die anderen auch sagen. Du kannst zwar deine Meinung mit dazu tun, aber du sollst trotzdem hier so ein bisschen drauf achten, dass du nicht zu angreifender bist, ja. Okay, was sagt Kurt Tepperwein hier? Eine Botschaft für dich. Da ist er wieder unter dem Tisch gefallen. Oh, das sind sogar zwei. Ich öffne mein Herz und fühle meine Einzigartigkeit, die so individuell ist wie meine Vision. Es gibt keinen Grund zu zweifeln, denn ich trage alles Potenzial, das es für meine Verwirklichung braucht in mir. Das ist doch schon mal super. Und wenn ich eins bin mit mir selbst, sind meine Kreativität und meine Ideen grenzenlos. Es gibt keine Schranken außer denen, die ich mir selbst auferlege. Nur in meinen Gedanken gibt es die Angst, etwas nicht zu können. In Wirklichkeit ist alles möglich, solange ich mit mir im Reinen bin. Und da wird mir jetzt wieder reingegeben, vielleicht willst du ja irgendetwas verwirklichen, was mit einer Selbstständigkeit oder sowas zu tun hat. Und da soll ich dir sagen, setz dir da keine Grenzen. Es ist alles möglich, wenn du es selber nur willst. Und darauf, daran sollst du glauben. Mach dir vielleicht auch erstmal einen Plan, ne, über diese ganze Situation hier. Okay, mein lieben Erdzeichen, dann wünsche ich euch alles, alles Liebe und einen schönen November. Ciao.